Dieses Foto zeigt eine eindeutige Straftat. Fischwilderei. Angeln ohne Angelschein. Darf ich sowas zeigen? Darf ich ein Foto von Leuten zeigen, die gerade dabei sind, eine Straftat zu begehen? Wenn man so ein bisschen überlegt, was könnte da das Thema sein? Da fällt einem ein, ja, man muss Urheberrechte klären. Und ja, vielleicht gibt es auch was mit Persönlichkeitsrechten hier, wenn man die zeigt, aber man kann die gar nicht so richtig erkennen, die sind so pixelig. Das sind Flüchtlinge in Brandenburg, die ohne Angelschein angeln hier. Ja, und ansonsten ist das gar nicht so problematisch. Das heißt, und das ist der Punkt, den ich hier erstmal machen will, der Normalfall im Recht ist, dass sie Dinge zeigen können. Ja, sie lachen, es ist tatsächlich immer die Schere im Kopf, was darf ich machen, es ist genau umgekehrt. Sie dürfen erstmal alles zeigen und es gibt so ein paar Grenzen, darüber reden wir, aber im Normalfall dürfen sie alles zeigen und es ist auch richtig und gut. Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte, daran denkt man immer, aber das ist es. Und das Problematische auf diesem Foto ist gar nicht das Problematische. Begehen die halt eine Straftat, ist halt so. Gibt es aber auch anders. Dieses Foto zeigt eine strafbare Holocaust-Leugnung. Sehen Sie, ne, auf dem Schild, das ist ein Foto von dem NPD-Aufmarsch 1976 in Hamburg. Ich Esel glaubt noch, dass in deutschen KZs Juden in Anführungszeichen vergast wurden, strafbar. Keine Frage. So, kann man sowas zeigen? Und Sie merken selber, so da ist das nicht mehr so eindeutig. Und der Grund dafür liegt darin, dass im ersten Bild mit unseren Angeln ohne Angelschein die Rechtsgutsverletzung durch das Zeigen dieses Bildes nicht weiter intensiviert wird. Und mit anderen Worten, wenn Sie die Angler zeigen, stirbt kein weiterer Fisch. Hier, wenn ich das zeige, wird die Message, die wir ja eigentlich verbieten, mit gutem Grund, weiter verbreitet. Und das kann, muss nicht, aber kann dazu führen, dass das Rechtsgut weiter verletzt wird, dass der Schaden intensiviert wird durch eine solche Aussage. Das heißt, hier haben wir ein problematisches Bild. Aber ob das strafbar ist oder nicht, das hängt davon ab, wie ich dieses Bild zeige. Würde ich also, und Achtung, Disclaimer, das würde ich niemals tun, never ever, aber würde ich jetzt applaudieren und sagen, das ist super und toll und klasse und alles richtig und das muss mal gesagt werden und was man da alles vom Netz immer liest, das wäre schädlich, das merken Sie selber, das wäre eine erneute, zu eigen gemachte Holocaust-Leugnung und das wäre nicht in Ordnung. Würde ich umgekehrt sagen, würde ich dieses Bild zeigen, in einen kritischen Kontext gesetzt, gucken Sie mal, da haben wir Neonazis in Deutschland, das ist ein schweres Problem und wir müssen kritisch darüber reden, dann setze ich einen Kontext, der legal ist und gewollt. Ja. Und das ist auch vom Gesetz gewollt, das zeige ich Ihnen gleich, das ist vom Gesetz gewollt, dass wir selbst solche Dinge in einem Diskurs zeigen. Würden wir das nicht tun, dann würden wir bei diesem Bild gar nicht erkennen, was da los ist. Wir würden vielleicht sagen, so ja, gut, dass Sie sich die Eselsmütze selber aufsetzen, aber wir würden nicht erkennen, was für ein besorgniserregendes Foto das ist. Ich glaube, ich muss Sie nicht überzeugen, Sie sind alle in dieser Branche tätig. Aber das Gesetz unterstützt eben genau diese Sichtweise. Wir müssen, wenn wir uns fragen, was zulässig ist und was nicht, analytisch unterscheiden zwischen dem Gezeigten, und das kann mal legal oder illegal sein, und dem Zeigen. Und ob das Gezeigte oder ob das Zeigen legal ist oder illegal ist, hängt vom konkreten Kontext ab. Das, was wir im Internet ständig haben, dieses Problem, was ist der konkrete Kontext und folgt daraus die Rechtswidrigkeit oder nicht. Weil wir aber so viele Kontexte haben auf der ganzen Welt, und das ist das wirklich Schwierige an dieser Sache ist, gibt es unwahrscheinlich viele Konstellationen, die rechtliche Grenzen bilden können. Also ich habe nur mal ein paar genannt. Was haben wir? Propagandadelikte, Eheschutz, Beleidigung, da haben wir schon geredet. Wir haben das Thema der Beschimpfung von Religionsgemeinschaften, darüber will ich gleich noch mal kurz was erzählen. Die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Wir haben das Thema Gewaltdarstellung, Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, Urheberrechte, das ist ja auch schon öfter mal angeklungen, Jugendmedienschutz, Rundfunkrecht, habe ich heute auch gelernt, kann auch eine Rolle spielen. Sie sehen,
welche Gesetze sozusagen zur Anwendung kommen. Das ist ein bisschen kontextabhängig. Ich kann hier nicht alles machen, ich fokussiere mich mal auf so ein paar ganz typische Themen. Das erste ist Propagandadelikte. Verwendung von Kennzeichen und Propagandamitteln verfassungsfeindlicher oder terroristischer Organisationen und Volksverhetzung. Nun weiß ich nicht, das ist öfter heute schon mal gekommen, ich gehe mal davon aus, dass Sie alles wissen, was das ist und ich das nicht erklären muss, oder? Werbeverbote für verfassungsfeindliche und terroristische Organisationen und das Verbot, in einer Weise zu kommunizieren, die ein Klima der Angst schafft für diejenigen, die einfach nur zu einem bestimmten Bevölkerungsteil hören. Wenn Sie Exponate haben, die verbotene Symbole zeigen, SS-Symbole, Hakenkreuz-Symbole, aber auch linksextremistische verbotene Symbole, das Zeichen des Islamischen Staates, wenn Sie Propagandamaterial von verbotenen Organisationen verwenden, wenn Sie Materialien verwenden, die volksverhetzenden Charakter haben, natürlich müssen Sie sich fragen, mache ich mich da jetzt strafbar? Aber auch hier müssen wir diese Analyseschiene fahren, das Gezeigte und das Zeigen. Jetzt hole ich einmal einen Gesetzestext raus und der ist heute auch schon ein paar Mal gekommen, die Sozialadäquanzklausel, die im Prinzip sagt, das sind die zulässigen Kontexte, in denen man selbst so dramatische Materialien zeigen kann. Es ist nicht strafbar, wenn die Handlung, also das Zeigen der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst, der Wissenschaft, der Forschung, der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens und der Berichterstattung über die Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient. Also wenn Sie sich jetzt da nicht mehrfach gefunden haben, dann weiß ich auch nicht. Ja, das heißt, sowas zum Beispiel ist juristisch kein Problem. Kein Problem. Wir sehen hier ein Hakenkreuz, ja, ist ein verbotenes Kennzeichen. Was der Spiegel gemacht hat, ist, er zeigt hier dieses Foto von Adolf Hitler bei der Gründung, bei der Grundsteinlegung der VW-Werke. Ist für den Spiegel eine absolut zulässige Nutzung als Bericht über einen Vorgang des Zeitgeschehens. Und ist für mich jetzt, wenn ich Ihnen das zeige, ein sozial adäquater Sachverhalt im Zusammenhang mit Lehre und Wissenschaft. Das geht. Und das ist auch unproblematisch. Warum haben wir trotzdem das Gefühl so, ich sehe auch schon einige skeptische Gesichter schon, warum haben wir trotzdem das Gefühl, kann das so einfach sein? Ist das so easy? Kann das sein? Ich habe doch Angst, mich strafbar zu machen, wenn ich solche Sachen zeige, solche Materialien. Das kann daran liegen, dass im Internet unsere ganzen Neonazis und Volksverhetzern, was es da gibt, diese Sozialadäquanzklausel auch lesen können, immerhin, und ihre ganzen Materialien entsprechend tarnen. Wir kennen im Internet unzählige Formate, die sehen aus wie die Tagesschau oder staatsbürgerliche Aufklärung oder museale Ausstellungen, das gibt es alles und es ist in Wirklichkeit getarnte Hetze. Da wird es dann schwierig. Ja, was haben wir hier am Beispiel? Genau, Volkslehrer, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Ja, der ist gerade verurteilt worden wegen Volksverhetzung, weil er eine Gruppe Kinder beim Besuch eines KZs angeschnackt hat und die mal staatsbürgerlich aufgeklärt hat und dabei den Holocaust geleugnet hat. Ja? Das ist der Effekt, den wir immer wieder sehen, dass Leute sich diese Sozialadäquanzklausel wie ein Feigenblatt vorhalten und ihrer Hetze einen Anstrich geben, als sei das legal. Ist es aber nicht. Das sind die schwierigen Fälle. Das ist so in meinem Leben, das Paul beschrieben hat, spielt das häufig eine Rolle, da die saubere Grenzziehung zu finden. Denn die ganzen Hetzer sind juristisch beraten und die können ganz genau die Linie treffen, wo es schwer wird. Bis hin zu einem amerikanischen Präsidenten, der Right-Wing-Content retweetet, kommentarlos. Und wenn die Leute sich beschweren, sagt er, naja, das war für die staatsbürgerliche Aufklärung. Da ist das schwer, aber nicht in ihrem Kontext. In ihrem Kontext ist das einfach. So, dann wollte ich mal kurz reden über den Komplex Ehre, Weltanschauung, Glaube. Natürlich auch sensibel. Es kann sein, dass das, was Sie zeigen, jemanden beleidigt, in echt oder gefühlt, verleumdet, wenn es falsch ist. Es kann sein, dass Sie das Andenken von Verstorbenen verunglimpfen oder die Angehörigen das nur so fühlen. Und es kann sein, das ist ein bisschen unsystematisch, ich habe das aber reingenommen, es kann sein, dass sich jemand verletzt fühlt dadurch, dass sie
eine Religion oder Weltanschauung beschimpfen. Das sind alles schwierige und komplexe und rechtspolitisch teilweise auch fragwürdige Tatbestände. Aber auch hier muss man wieder diesen Analyserahmen zugrunde legen. Das eine ist das Gezeigte, das andere ist das Zeigen. Wenn Sie eine Beleidigung, Verunglimpfung, Beschimpfung, was auch immer, zeigen, dann heißt das nicht, dass Sie selbst Täter dieser Straftaten sind. Es ist genau der gleiche Gedanke wie mit diesem Holocaust-Beispiel. Ich hoffe, Sie erkennen das Muster. Und im Normalfall werden Sie das nicht tun. Sie werden nicht automatisch zum Täter dadurch, dass Sie etwas zeigen. Es sei denn, Sie setzen einen Kontext, wo Sie sich die Beleidigung, die Verunglimpfung zu eigen machen. Es gibt eigentlich ein paar Entscheidungen in diesem Bereich, von denen ich glaube, dass sie für Ihre Branche sozusagen schon relevant sind. Das eine ist das haben wir heute Morgen schon mal gehört. Wenn dann ein Verfahrensbeteiligter hier dabei ist, dann kann ich nur sagen, Cobra, übernehmen Sie. Nee? Sie sehen hier eine krass antisemitische Plastik aus dem 13. Jahrhundert, wenn ich das richtig erinnere, an der Kirche in Wittenberg. Die hängt da. Was man auf dem Foto nicht sieht, ist, dass vor diesem Relief unten eine Hinweistafel steht, die auf die Judenverfolgung hinweist und in sichtbarer Nähe ein Mahnmal. Das muss man im Kontext sehen. So, und in diesem Verfahren hat der Kläger, ein Mitglied der jüdischen Gemeinde Wittenberg, geklagt darauf, dass dieses Relief entfernt wird. Von der Kirche runter ins Museum. Und sein Argument ist, hier draußen an der Kirche ist das unglaublich beleidigend, trotz des ganzen Kontexts. Es ist beleidigend, nach wie vor. Im Museum wäre es das nicht. Und Sie überlegen sich mal, was das für eine Sprengkraft hat für Sie, wenn das so recht würde. Und sein zweites Argument, und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, ist die Frage, ich fühle mich immer noch beleidigt, trotz der Kontextualisierung. Trotz Hinweisschild, trotz Mahnmal fühle ich mich immer noch beleidigt. Es reicht nicht, um die Beleidigung auszuschließen. Auch ein Argument. Das OLG Naumburg ist diesen Argumenten nicht gefolgt. Aber es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn dieses Verfahren hängt jetzt beim Bundesgerichtshof und er wird sich irgendwann demnächst äußern dazu. Also bis jetzt ist der Stand der Dinge, das Relief kann bleiben, die Kontextualisierung ist ausreichend und es kann alles so bleiben, wie es ist. Aber es ist noch, wie gesagt, ne, wir sind noch nicht am Ende. Schauen wir mal. Ich würde mir wünschen, dass der BGH so ein paar Sachen noch klarstellt, also dass er das nutzt, um ein paar Sachen zu sagen. Zum Beispiel, wie viel Kontextualisierung muss sein? Das Problem habe ich heute Morgen schon gehört. Wie viel Kontextualisierung ist eigentlich notwendig, um diesen beleidigenden Effekt zu beseitigen? Haben wir auch im Internet häufig so fadenscheinige Pseudokontextualisierung, immer schwierig. Ja, und das würde ich mir wünschen. Und dieser Fall betrifft nun eine Situation, wo wir dieses Relief haben mit einer Kontextualisierung, mit einer Hinweistafel, mit einem Mahnmal. Wie ist es, wenn sowas fehlt? Was müssen wir dann machen mit dem Denkmal und Kunstwerk, wenn da gar nichts steht? Das wissen wir gar nicht so richtig. Vielleicht nutzt der BGH die Chance, dazu mal was zu sagen. Vielleicht erfindet er sowas wie einen Anspruch auf Kontextualisierung. Sowas gibt es nämlich bislang noch nicht. Mal sehen. Der zweite Fall soll Ihnen zeigen, wie weit man eigentlich rechtmäßigerweise gehen kann. Und das ist wirklich ein extremer Fall, entschieden vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das war ein Seminar über die Grundlagen des Islam, wobei ich gleich den Kontext liefern möchte, einer ziemlich rechten Partei aus Österreich. Ja, also das muss man gleich mitsehen. So. Und in diesem Seminar hat die Dozentin referiert über das äußerst sensible, kritische Thema der minderjährigen Ehefrau von dem Propheten Mohammed, die nach der Überlieferung bei der Hochzeit 6 Jahre und beim Vollzug der Ehe 9 Jahre war. Und die Dozentin hat in dieser Veranstaltung gesagt, Zitat, ja, Mohammed, der hatte das ein bisschen was mit kleinen Kindern. Und wie soll man das sonst denn, wenn nicht Pädophilie?
Und Sie können sich denken, dass das für einen gläubigen Moslem eine unerträgliche Aussage ist. Und das ist bestraft worden in Österreich nach einer Vorschrift, die bei uns der Beschimpfung von Religionsgemeinschaften entspricht. Nicht viel bestraft worden, eine kleine Geldstrafe, aber trotzdem. Und dagegen hat sich die Dozentin gewehrt, bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und in dieser Entscheidung wird eine klare Ansage gemacht, was noch zulässig ist und was nicht. Zulässig ist nämlich die sachliche Auseinandersetzung. Man kann also, und das ist wirklich ein Extrembeispiel, das instruktiv ist, man kann natürlich rechtmäßigerweise Kritik am Islam üben, wie an jeder anderen Religion auch. Man kann es auch thematisieren, dass nach den geschichtlichen Überlieferungen Mohammed eine minderjährige Frau hatte. Das kann man thematisieren, genauso wie wir das thematisieren können, dass Platon Knabenliebe betrieben hatte mal in Griechenland. Genau das Gleiche. Das ist völlig zulässig und vielleicht auch richtig. Aber diese Ebene der Sachlichkeit wurde verlassen mit der Behauptung, Mohammed sei pädophil. Es wurde denn dafür, für eine pädophile Veranlagung, gibt es keine Beweise. Gibt es nicht. Und die Aussagen der Dozentin waren unterschwellig so gemeint und mussten auch so verstanden werden, weil Mohammed so moralisch schwer verwerflich ist. Ja, ist er auch nicht verehrungswürdig. Ja, und das ist da, wo der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Grenze gezogen hat. Ja, sachliche Auseinandersetzung, ja, subkutan schmähen, ohne Beweise, da sind wir dann über die Grenze. So, noch ein Highlight, Persönlichkeitsschutz. Ich habe die Ansage bekommen, ich soll reden über Leute, die schon verstorben sind. Das ist insofern eine gute Nachricht, als sie das Problem mit der DSGVO nicht haben. Yay! Die DSGVO gilt nicht für Verstorbene. Steht ausdrücklich in den Erwägungsgründen, Erwägungsgrund 27, nicht für Verstorbene. Das macht vieles einfacher, wie ich schon an ihren Gesichtern sehe, sie freuen sich alle. Es kann mal Ausnahmen geben, also wenn ich richtig informiert bin, haben Sie in diesem Kreis schon mal diskutiert, dass Informationen auf Lebende durchschlagen können. Das war, glaube ich, die Veröffentlichung von Euthanasielisten. Ne? Das ist mal so ein Ausnahmefall, wo Sie etwas zeigen über Verstorbene, das ist an sich raus aus dem Datenschutz, aber diese Informationen haben gleichzeitig Aussagekraft über noch lebende Personen, in diesem Fall genetische Informationen. Das ist ein Fall, wo dann das Datenschutz in der Tat noch eingreift und was man dann genau und sorgfältig datenschutzrechtlich klären muss, keine Frage. Neben dem Datenschutz gibt es aber noch ein Tier, hätte ich fast gesagt, das nennt sich zivilrechtlicher postmortaler Persönlichkeitsschutz. Das sind keine Persönlichkeitsrechte streng genommen, sondern das ist ein Ausdruck der Menschenwürde. Jeder Mensch ist mit Würde ausgestattet und hat einen Achtungsanspruch, der aus seinem Personsein folgt und einen Anspruch vor seinem Leben und seiner Lebensleistung. Und das ist auch nach dem Tod davor geschützt, dass man dieses Lebensbild in den Schmutz zieht. Ja, das ist ein Ausdruck der Menschenwürde. Eigentlich nachvollziehbar. Aber was heißt das jetzt und wie muss ich das beachten? Dieser postmortale Persönlichkeitsschutz hat zwei Komponenten. Einmal eine kommerzielle Komponente. Ja, kann ich... Das, was die Erben immer wollen, die wollen dann die Bildnisse des Verstorbenen versilbern und so weiter. Diese kommerzielle Komponente ist befristet auf 10 Jahre nach dem Tod. Ja, also wenn man Personen zeigt, die 10 Jahre schon tot sind, ist man aus diesem Thema raus. Bis dahin ist es in der Tat zu klären, ähnlich wie in den Urheberrechten. Aber dieser postmortale Persönlichkeitsschutz hat nicht nur diese kommerzielle Seite, sondern auch diese ideelle Seite, der Schutz des Lebensbildes gegen Entstellung. Und der ist nicht zeitlich begrenzt. Das weiß man gar nicht so.
Ja, es gibt jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Entscheidungen dazu, das ist noch gar nicht so ausgeformt, aber man hat da keine feste Grenze. Das heißt, auch nach 10 Jahren kann es noch sein, dass dieser postmortale Persönlichkeitsschutz betroffen ist oder verletzt ist möglicherweise, wenn sie etwas zeigen. Ja. Man sagt so, also ich gebe mir mal eine Faustformel, man sagt so 25 Jahre. 25 Jahre nach dem Tod gilt dieser ideelle Schutz noch. Warum 25 Jahre? Weil das so lang ist, wie man Gräber normalerweise bucht. Das ist halt eine Faustformel. Aber die Idee ist sozusagen, je länger Zeit verfließt, desto mehr verblasst dieser ideelle Persönlichkeitsschutz. Also je länger es her ist, umso weniger Probleme haben sie, kann man sagen. Das kann ich Ihnen sofort zeigen an einem Bild. Ich zeige Ihnen nochmal eine Straftat. Achtung, schwupps. Dieselbe Straftat, schon wieder Angeln ohne Angelschein. Und diesmal zeige ich eine Person sogar, ich stelle sie richtig an Pranger. Sie können sie erkennen, können genau sehen, wer es ist. Und trotzdem spüren sie selber, ne, das ist jetzt nicht schlimm. Weil das Bild ist so alt, dieser Persönlichkeitsschutz ist verblasst. Merken Sie selber, ne? Es gab kürzlich eine Entscheidung, da ist dieser postmortale Persönlichkeitsschutz relevant geworden. In dieser Entscheidung hat eine Forscherin, die kommt eigentlich aus einem Forschungskontext, diese Entscheidung, und wir müssen ganz vorsichtig mit dieser Einzelfallentscheidung umgehen. In diesem Kontext hat eine Forscherin geforscht über Sexualität im Holocaust. Und hatte nach eigenen Angaben eine lesbische Beziehung aufgedeckt zwischen dieser KZ-Aufseherin Anneliese Kohlmann, Häftlinge nannten sie Bubi, und einer inhaftierten Jüdin. Und zwar eine lebenslang geheim gehaltene, angebliche lesbische Beziehung. Ich sage angeblich. So, und in diesem Verfahren hat die Tochter der Inhaftierten gegen die Forscherin geklagt und hat gesagt, es verletzt postmortal das Persönlichkeitsrecht, das gesamte Lebensbild meiner Mutter, wenn sie jetzt in ihren Publikationen und über Twitter und Co. über diese angebliche lesbische Beziehung berichten, über die meine Mutter, wenn sie denn überhaupt stattgefunden hat, ein Leben lang geschwiegen hat. Mit anderen Worten, darf ich aufdecken, so eine Geschichte, darf ich sowas aufdecken? Oh, ich hätte jetzt gern so ein Tool, wo wir mal abstimmen, wer ist der Meinung, das darf man und wer nicht. Das ist eine schwierige Frage, wenn man mal drüber nachdenkt. Das Gericht hat gesagt, nein, das war nicht zulässig, das war nicht möglich. Das ist nicht so, sowas darf man nicht. Und zwar mit einer relativ simplen Begründung. Sexualität gehört zur Intimsphäre. Intimsphäre ist nach unserem Persönlichkeitsschutz maximal geschützt, also darf man sowas nicht aufdecken. Zack. Ja. Intimsphäre ist geschützt, auch nach dem Tod. Das ist auf jeden Fall ein Key-Learning, das wir aus dieser Entscheidung mitnehmen können, nämlich, dass wir sensibel sein müssen bei Dingen aus der Intimsphäre. Ob diese Entscheidung zu folgen ist, ja, ich möchte da vorsichtig sein. Es ist eine Einzelfallentscheidung, die man mit genauso überzeugenden Argumenten auch in die andere Richtung entscheiden könnte. Ja, es ist letztlich eine Frage, wie man Forschungsfreiheit und was gewichtet. Diese Entscheidung kann man auch anders treffen. Und wer sich da ernstlich für interessiert, ich empfehle diese Entscheidung wirklich genau zu lesen, die ganzen Hintergründe genau zu sehen, wie das war. So, aber Sie sehen, wenn man das mal sieht, ne, sind die Grenzen ganz schön weit weg, ja, ganz schön weit weg, die rechtlichen. Ja, ich möchte Sie sozusagen ein bisschen ermutigen, diese typische Schere im Kopf loszulassen, die man häufig hat. Oh, ich darf das nicht, ich darf das bestimmt nicht. Oh, es geht eine ganze Menge, das sehen Sie hier. Und wie gesagt, das ist wahrscheinlich eine Einzelfallentscheidung. So,
Was heißt das jetzt in der Praxis, wenn man das mal sich überlegt, was muss ich jetzt machen, um mich zu immunisieren gegen mögliche Vorwürfe von irgendwelchen Leuten, dass man sich dann irgendwie rechtswidrig verhält? Also klar, als erstes setzen Sie für das, was Sie machen, einen klaren staatsbürgerlichen Zweck und kommunizieren das auch. Das muss man auch sehen können irgendwie. Ja. Das muss man erkennen können. Dann setzen Sie einen Kontext klar und setzen Sie den ausreichend, ja, nicht nur durch eine kleine Andeutung, setzen Sie den ausreichend und sachlich, bleiben Sie sachlich dabei. Das haben wir in dem Mohammed-Fall gelernt. So, und dann würde ich pragmatisch immer daran gehen und sagen, bei bestimmten sensiblen Feldern, da muss man vielleicht mal ein bisschen kritischer noch nachprüfen, muss man mal schauen, bei manchen Sachen, das sind so typische juristische Sollbruchstellen, da muss man nachgucken. Ich will nicht sagen, dass das dann automatisch verboten ist, aber da guckt man besser nach. Was wäre sowas? Also Intimsphäre, haben wir gelernt, ist ein sensibles Thema. Was gehört zur Intimsphäre? Sexualität, der Vorgang des Sterbens, schwere Krankheit, Körperpflege, möglicherweise familieninterner, sowas. Dann ist sensibel alles, was gewonnen wird durch Verletzung des TK-Geheimnisses, des Telekommunikationsgeheimnisses, des Briefgeheimnisses, durch heimliche Überwachung. Materialien, die eingestuft sind, die hätten vernichtet werden sollen. Extreme Gewaltdarstellungen, würde mir auch noch einfallen, das ist möglicherweise auch ein Jugendschutzthema dann. Ja, also so bestimmte sensible Dinge, da muss man dann nachforschen. Und ich finde hier, wir haben heute ja schon so viel gelernt über bestimmte sensible Themen, also besser als auf dieser Konferenz kann man sich gar nicht vorbereiten. So, und dann ist es immer eine Möglichkeit, sich mit den Behörden abzustimmen. Das ist im Wirtschaftsleben was ganz Normales. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie das machen. Wenn Sie Sorge haben, Sie machen sich strafbar, dann gehen Sie doch zur Staatsanwaltschaft und sprechen das mit denen ab. Ja, das machen Unternehmen ständig. Genauso mit Datenschutzbehörden. Ne? Fragen Sie doch mal. Ja? Mit Datenschutzbehörden wissen Sie, die sagen im Zweifel, nein, das geht nicht. Aber ja, aber es besteht diese Möglichkeit, Sachen im Vorfeld zu klären. Das ist ja, nicht falsch, kann man ja machen. Und antizipieren Sie Missbrauch von Nutzern. Auch da habe ich heute schon einiges gehört mit den Disclaimern und den Nutzungsbedingungen, die Sie gemacht haben. Ich habe hier vorhin auf der Holocaust-Leugnungsfolie geschrieben, nur zu Schulungszwecken. Das habe ich nicht gemacht, weil das juristisch notwendig ist, sondern das habe ich gemacht, weil ich nicht möchte, dass ein Foto entsteht von mir vor diesem Bild, ohne dass völlig klar ist, dass ich mich davon distanziere und damit mich in keiner Weise denen das zu eigen mache. Ja, das ist antizipierter Missbrauch. Und wenn man da mal drüber denkt, vielleicht haben Sie dann auch die Gelegenheit, noch Erfahrungen zu teilen. Da gibt es halt auch typische Sollbruchstellen. Zum Beispiel, wenn Sie Foren oder Social-Media-Kanäle haben, ne, wenn Sie etwas provokant, muss ich nicht sagen, ne, wenn man etwas Provokantes macht, dann kommt aus dem Netz die Antwort. Und das müssen Sie moderieren. Wenn Sie Foren oder Social-Media-Kommentarfunktionen verantworten, dann müssen Sie die moderieren, weil Sie jedenfalls als Störer für diese Inhalte haften und da müssen Sie dann reagieren. Sie müssen einen Notice- und Takedown-Kanal haben, das bedeutet, Sie müssen einen Kanal haben, dass jemand Beanstandungen von rechtswidrigen Inhalten melden kann und Sie müssen auf diese Meldung reagieren. Speziell im digitalen Umfeld ist das notwendig. Ja, und naja, zuletzt müssen Sie auch in der Pressearbeit vorbereitet sein, dass Sie entsprechend reagieren können auf das, was da kommt. Aber was rede ich hier so theoretisch? Und wenn ich das richtig sehe, kommen die Giftschrank-Praxisberichte gleich nach mir. Dann möchte ich die gleich an die verweisen und packe mich und uns alle zusammen danach in den Kontext einer Kaffeetasse. Vielen Dank.